Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nummer 107 der satanischen Musikagenda im Internet auf unseren Kanälen hier der bibeltreuen Christen. Es geht sich heute um David Bowie mit der 14. und letzten Folge der ganzen Reihe und der ganzen Untersuchung, was David Bowie so okkulterweise in seinem ganzen Leben gemacht hat. Und das wird, ich denke mal, eine recht interessante Folge, zu der ich auch meinen Co-Moderator, den Jörg, begrüße. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Danke. Schön, wieder mit dir hier verbunden zu sein über Skype. Ein paar Minuten Pause nach der letzten Sendung, 106. Für die Zuschauer natürlich ein bisschen mehr Zeit inzwischen vergangen. Das können wir ja nicht ändern, das ist nun mal so. Aber wir haben uns hier auf dem Dienstagabend eingefunden, um das zu machen. Ja, weil der Tag beginnt mit dem Abend und Montag ist vorbei. Und deswegen ist es Dienstag. Für die meisten ist es natürlich Montagabend, 22:45. Für uns ist das Dienstagnacht, weil der Tag beginnt mit der Nacht, mit der dunklen Zeit. Eben auch biblisch. Und weil wir eben alles biblisch basiert machen, ist es eben so, dass wir uns hier auf dem Dienstag zusammenfinden, noch wenn wir meistens selber uns montags verabreden, wenn wir das so sagen, weil wir sind das in dieser antichristlichen Welt gar nicht anders gewohnt. Alles wird hier vom Antichristen gesteuert, vor allen Dingen die Musik, vor allen Dingen unsere Gedanken will er steuern. Und dass wir das nicht zulassen, dafür brauchen wir die Bibel und nicht diese satanische Musik. Und deswegen hilft Michael uns jetzt diese satanische Musik und die Arbeiter, die die verbreiten und unter dieser Weltbevölkerung zugänglich machen und wie sie das zugänglich machen, endlich dieses Thema David Bowie jetzt zu beenden. Ich freue mich darauf, was Michael zusammengetragen hat und möchte es dann gerne hören. Bitte, Bruder. Ja, wir waren ja letztens stehen geblieben bei der Geschichte mit Black Star. Das war eigentlich da schon den deutschen und den englischen Titel beziehungsweise die Übersetzung da schon mal uns angeschaut haben und da ganz seltsame Erwähnungen gefunden haben, um zu sagen, nicht zu sagen, okay, also irgendwie ist es dann ganz seltsam, hat natürlich eine ganz düstere Stimmung logischerweise. Black Star ist halt da abgebildet, depicted als Pentagramm. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, da steht eben der David Bowie mit seiner Bibel oder mit seinem alten Buch da. Und es hat angeblich, wenn man dem Internet glauben darf, hat denn eben Elvis eben auch so einen Black Star gesungen. Das sehe ich zumindest, wenn ich Lyrics Finder und so weiter eingebe. Also das ist jetzt ein Plattencover von Flaming Star, aber das Ding hat es wohl auch in Black Star gegeben. So viel dazu. Also das ist das, was andere machen. Andere machen also eine Reminiszenz an andere Interpreten. Ist auch völlig okay soweit. Ich habe das Bild von Elvis Presley hier gefunden im Internet. Ich kann es leider hier nicht reinmachen. Vielleicht kann ich es kurz reinschneiden. Hier an der Stelle. Bowies Reminiszenz von Elvis Presley unter Umständen, aber er zeigt uns ja da nicht ein Plattencover von Elvis Presley, sondern er zeigt uns ja ein Buch. Und er zeigt uns da ja auch ein bisschen mehr noch. Was er uns da zeigt, ist ganz komische Lyrics. Und wenn ich jetzt auf einen anderen Seiten gehe, was ich ab und zu mal gucke, weil ich kann ja auch Dinge übersehen oder mir auch mal so ein bisschen Ideen holen, dann wird jetzt hier von einigen Seiten erzählt, es könnte Folgendes heißen. Tod, Magie, die Astrologie, Saturn als schwarzer Stern, den Körper verlassen und ... I came out of my body and just one step to the left. Ich kam aus meinem Körper und nur einen Schritt nach links. Ja, und der Geist, der erhob sich einen Meter und dann ging er auch beiseite und man wurde ein schwarzer Stern. Und das wäre von Dante Abiels Nekromantik-Zauberei, ja, also Todeszauber sozusagen. Wo die mit Recht haben, ist, dass halt der Saturn natürlich in der Astrologie, in der alten Astrologie, als Planet des Todes angesehen worden ist, mit der Sichel, mit dem Ring. STUR, Saturnia und so weiter und so fort. Das stimmt schon soweit, aber es gibt da auch noch eine ganz andere Geschichte dazu. Eine andere Webseite sagt jetzt hier, guck mal, das ist aus diesem Buch Old Gods of the New Path.
also alte Götter eines neuen Pfades sozusagen, ja, dass man die Seele dann explodiert wie ein schwarzer Stern und die kreiert dann ewige Kratzer im Äon. Und wenn, ich glaube, ich gehe da gar nicht drauf ein, weil das ist natürlich alles jetzt hier so Esoterik-Döns und so weiter. Und da können wir natürlich in der Akasha dann lesen und das sind natürlich dann alles Sachen aus der Äther und was weiß ich alles. Ich will da gar nicht dran eingehen, weil das natürlich alles überhaupt nicht das ist, wo ich drauf hinaus will. Ich will natürlich biblisch drauf hinaus. Denn in der Bibel steht die Wahrheit und nicht in irgendwelchen Büchern, die von Menschen geschrieben werden. Ja, und deswegen Blackstar. Das Ding ist nach wie vor ein Pentagramm. Punkt aus. Das ist nicht irgendein Stern, der rund ist und vielleicht eine Corona hat, wo man ja sagen könnte, oh, aber der ist schon 2016 gestorben, der Mann. Also David Bowie. Hatte dann auch zu dem Zeitpunkt Krebs. So, dann gehen wir mal in die Tiefe rein. In the Villa von Ormond. In the Villa of Ormond. Der Song Blackstar beginnt mit In the Villa of Ormond. Ja, so. Das Ding ist zwei Tage später ist er gestorben. Und dann ist jetzt die Frage, was bedeutet denn diese Zeile in the Villa van Ormen? Nun, es ist so, dass Bowie da auch noch ein paar andere Verweise drauf hat aus seinem Album. Und er hat beispielsweise in seinem Lazarus-Video, das ich jetzt leider hier nicht mehr eingebaut habe, weil das Ding sprengt sonst wirklich wieder alle Rekorde hier. Er hat dann beispielsweise, als wenn er so, sagt der Autor jetzt zumindest hier, als wenn er dann so einen Sarg und so weiter dann reinsteigt und ein Schädel da auf seinem Dings steht. Also das ist alles mit Okkult und mit Tod zu tun. Aber, und jetzt wird es interessant, jetzt wird es wirklich interessant und jetzt geht es auch die eigentliche Lesung los. Ormond ist auch ein Dorf oder ein Ort in Norwegen, nämlich aus dem Land, wo Bowies alte Freundin herkommt, Hermione Farthingale, die in 1969 eben da erschienen ist in dem Film Der Song von Norway über den Komponisten Edvard Grieg. Und da habe ich gesagt, stopp, kann jetzt ja wohl kein Zufall sein. Ich habe in der Besprechung von meiner Serie Fritz Lang im letzten Teil, im neunten Teil, wo es über den Kindermörder geht, Fritz Hamann und Peter Kürten, eben über Edvard Grieg gesprochen. Das sehen wir im nächsten Bild. Das ist ein Ausschnitt aus meinem Video, das wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo dieses hier veröffentlicht wird, schon längst raus ist. Und zwar singt der Mörder oder pfeift der Mörder da ein ganz, ganz bekanntes Lied. Und dieses Lied heißt In der Halle des Bergkönigs, In the Hall of the Mountain King. Warum? Und dieses Melodie ist weltbekannt. Ich singe sie, ich pfeife sie mal vor. Ja? Ich hoffe, man kann es einigermaßen verstehen. Ich kann nicht gut pfeifen, aber es ist weltbekannt. Warum nimmt Fritz Lang diese Melodie? Und warum macht denn der David Bowie die Anmerkung auf Ormond? Das ist nach wie vor ein Dorf in Norwegen, laut Wikipedia. So, die Hauptfigur von Peer Gynt, das ist nämlich genau das, was dieses Lied heißt, ist der junge Bauernsohn Peer Gynt, der mit Lügengeschichten versucht, der Realität zu entfliehen. Er macht die Reminiszenz, Fritz Lang, der Regisseur von Metropolis und von M. Er macht diese Reminiszenz als Musik, die Erkennungsmusik des Kindermörders. So, Peer Gynt ist ein Typ, der mit Lügengeschichten versucht, der Realität zu entfliehen. Sind wir schon mal bei Satan, ne? So verdrängt er, dass sein Vater, der einst sehr angesehene John Gynt, Hof und Habe durch Misswirtschaft und zahlreiche Alkoholeskapaden, da sind wir bei Drogen, verloren hat. In Peers Fantasiewelt ist die heruntergekommene Behausung jedoch nach wie vor ein strahlender Palast. Auch seine eigene Nichtsnutzigkeit verklärt er zur Heldenhaftigkeit. So schildert er seiner Mutter Aase einen halsbrecherischen Ritt auf einem Bock über einen Grat, möglicherweise den Besshegen oberhalb des Gjendeseens im norwegischen Gebirge Jotunheimen. Von seiner Mutter wird Peer überbehütet und glorifiziert, doch soll er immer ihre Version des Lebens teilen. Auf der Suche nach Liebe und Abenteuer findet er sich bald in einer Welt von Trollen und Dämonen wieder. Er entführt Ingrid, die Braut eines anderen, verlässt sie aber kurz nach der Entführung. Gleichzeitig verliebt er sich in die aus dem pietistischen Elternhaus stammende Solveig, die ihn anfangs nicht erhört, sich ihm später jedoch anschließt und in einem Holzhaus im Wald auf seine Rückkehr wartet.
Nach einem Zeitsprung von etwa 30 Jahren, ich hätte jetzt 40 erwartet, findet sich der inzwischen unter anderem durch Sklavenhandel reich gewordene Peer im vierten Akt in Marokko wieder. Dort wird ihm von Geschäftspartnern sein Schiff mit allen Reichtümern gestohlen. Nach einem Gebet versinkt das Schiff. Peer findet sich mit seiner Armut ab und wendet sich Gott zu. Durch einen Affenangriff wird er in die Wüste getrieben, wo er sich in eine Oase rettet. Von den dort lebenden Jungfrauen erwählt er Anitra, die ihm allerdings die letzten Habseligkeiten stiehlt. Den Tiefpunkt seines Lebens erlebt Peer im Irrenhaus zu Kairo, dem der deutsche Arzt Dr. Begriffenfeld vorsteht. Alt und verarmt kehrt Peer Gynt heim, wo ihn die Abgesandte des Meisters, der sich der Knopfgießer nennt, erscheint und dem gegenüber er um seine Seele kämpfen muss. In einer berühmten Szene vergleicht sich Peer mit einer Zwiebel, die viele Höhlen jedoch keinen Kern aufzuweisen hat. In der an einem Pfingstmorgen spielenden Schlussszene stellt sich jedoch Solveig, die ein Leben lang auf die Rückkehr ihres Geliebten gewartet hat, schützend vor ihn und rettet ihn, weil Peers ideales Selbst die ganze Zeit über in Solveigs Herzen gelebt hat. Zitat, in meinem Glauben, in meinem Hoffen, in meinem Leben wird ihm verziehen. So, da habe ich damals gesagt, warum hat er denn ausgerechnet diese Melodie genommen? Gut, gucken wir uns die Substantive an. Lügengeschichte, Fantasiewelt, Bock, Dämonen, Sklavenhandel, Armut, Gebet, Gott, Irrenanstalt, Seele. Also, wie passt das jetzt auf einen Kindermörder? Ja, Lügen, Fantasiewelt, Bock, steht natürlich jetzt hier für den Sündenbock oder halt einfach für einen Baphomet oder für ein Opfer. Dämonen, ganz klar, ja, Sklavenhandel, damit bin ich Gefangener in einer Gefangenschaft irgendwo. Armut, Gebet, Gott, Irrenanstalt steht natürlich dann unter Umständen auch für irgendwelche psychischen Drogen. So, und alles das zusammen dreht sich dann nachher um die Seele und das ideale Selbst. So, und ich denke, das war jetzt kein Beispiel oder kein Zufall sozusagen, dass jetzt der Fritz Lang jetzt ausgerechnet dieses Lied genommen hat, um die total verworrene und dämonische Psyche eines Kindermörders da zu beschreiben. So, ja, das finde ich schon mal interessant. So. Und wie gesagt, Ormen ist jetzt erstmal ein Dorf in Norwegen. Ja, und ja, das fand ich jetzt eine interessante Geschichte jetzt hier, dass wieder Fritz Lang auftaucht und auch Peer Gynt. Aber es wird noch viel deftiger, und zwar jetzt. So, und zwar kommt jetzt Folgendes. Ormen heißt nämlich auch Schlange in Norwegisch. Eine Kreatur, die behandelt wird in den Unterlagen, in den Schriften des Okkultisten Aleister Crowley, von dem David Bowie besessen war. Ja, so viel mal zu possessed. Und Black Star at the central of it all, also im Zentrum von allen und so weiter und so fort. Und in Crowleys Ritual gibt es einen Star Sapphire und so weiter und so fort. Und sein Tree of Life, sein Lebensbaum, schon sind wir bei einer Anekdote von David Bowie gelandet und so weiter und so fort. Und ja, deswegen können wir halt einfach jetzt schon sagen, also hier, also Ormen, norwegischer Ort, und Serpent, also Schlange im biblischen Sinne genannt, und Aleister Crowley, da müsste jetzt allerdings auch schon klar sein, dass er dieses Buch, was er da jetzt hochhält, nicht die originale Bibel sein kann, die dann plötzlich einen schwarzen Stern trägt, sondern das ist sicherlich irgendetwas, was er aus dem Okkulten da behalten hat. Aber es wird noch schlimmer. Auf dem nächsten Bild seht ihr das letzte bekannte Bild von David Bowie, wo er in einem schwarzen Anzug mit schwarzem Hut, mit strahlendem Gesicht und rechts diesem Pentagramm und seinen Namen da abgebildet, da steht. Also er identifiziert sich damit. Er hat seinen Namen unter diesen Stern geschrieben. Okay? Dieser Stern ist ein luziferianischer Stern. Das heißt, die Spitze, die geht, zeigt nach oben. Das macht jetzt auch keinen großen Unterschied, weil ein Geist macht da keinen Unterschied. Der kann nämlich überall sein. Der ist, also nicht überall, nicht zur selben Zeit, aber der Geist ist jetzt nicht an eine Perspektive gebunden. Der kann von links, von rechts, von oben nach unten. Das Ganze Gemauschel im Okkulten, ja, das musst du so zeichnen, musst du so umdrehen. Ich halte das alles für einen ganz großen Gag, wo man Menschen, die in der materiellen Welt, materiellen Vorstellungskraft gefangen ist, nämlich mit veräppeln. Deswegen habe ich drunter geschrieben. Zu dem Thema mal eben, man sagt also, wenn der Stern nach oben zeigt, das ist Luziferianismus, wenn er nach unten zeigt, das ist Satanismus. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Luzifer und Satan dasselbe ist oder dieselbe Entität ist. Der Punkt ist, wenn ich den Luzifer verherrliche, dann
akzeptiere ich nicht Gottes Urteil, das über den gefallenen Engel im Himmel gefällt wurde und wer aus dem Himmel rausgeschmissen wurde. Und wenn ich das wohl tue, dann bin ich halt ein Anhänger Satans hier auf Erden. Aber im Endeffekt sind beide dasselbe. Und von daher spielt es wenig Rolle, ob der Stern nach oben oder nach unten zeigt. Ja, soll ich jetzt mal einen kleinen... Wenn ich das jetzt gerade so gucke, sieht es fast so aus wie so ein Marshmallow-Man, so, der seine Arme ausbreitet, mit ausgebreiteten Beinen da steht und dann einen Kapuzenhut trägt. So. Naja, also ich habe doch eine ganz andere Geschichte mit diesen luziferianischen und satanischen Pentagrammen. Und zwar hast du genau dieses Symbol, was du jetzt mal eben bitte einfrierst da im Bild bitte. Das hast du, genau dieses Symbol hast du jetzt in roter Form umschlossen mit einem Kreis als Pentakel auf dem Boden, auf den Fliesen sozusagen der Church of Satan. So, was passiert denn jetzt, wenn du zum Altar gehst? Ja, dann hast du es dann so rum und wenn du dich dann umdrehst, was passiert dann? Da macht sich keiner Gedanken drüber irgendwie, oder? Das ist ja sowas von albern. Ah gut, okay, aber das ist meine Meinung dazu. Also, für mich sieht es aus wie ein Beerdigungsanzug, ne? Also, in der Villa von Ormen heißt jetzt in dem Haus der Schlange. Oder in der Villa der Schlange, im Palast meinetwegen, ja? So. Okay, geh mal weiter. Jetzt kommt hier so ein bisschen, was nicht so ganz wichtig ist, dass er also jetzt Coldplay die kalte Schulter gezeigt hat. Das ist interessant, wobei Brian Eno ja Coldplay produziert hat. Aber egal. Er hat jetzt erfahren im Sommer 2014, dass er mit Krebs zu tun hat. Ne? Also das hat er dann 2 Jahre mit sich herumgeschleppt. Okay, aber das ist jetzt auch noch nicht das Ding. Das Ding ist jetzt, wir müssen jetzt ein bisschen weiter skippen da. Ja, also, viele Leute denken jetzt, Black Star wird jetzt irgendwie für seine Krankheit und das wäre also ein Krebssymbol und so weiter und so fort, der immer weiter frisst und so, man wird unter einem schlechten Stern sozusagen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und das ist alles das, was mich jetzt gar nicht großartig interessiert, denn ich versuche das ja spirituell zu interpretieren. Deswegen muss ich jetzt 4, 5 Seiten weiter scrollen bis zu dem nächsten roten, markierten sozusagen. Man wollte ja ein bisschen was, wertvolle Information, nicht das, was man überall lesen kann. Ne? Man muss ja auch ein bisschen hier, so. Es gab ein Tribute von Lady Gaga. Es gab ein Tribute von Sting, das neuem Album, das ist der ehemalige Leadsänger von The Prince. Und ja, und so weiter und ein paar andere Größen auch noch. Aber das ist auch alles nicht das, was mich jetzt interessiert. Ja. Die einzige Person, die ihn jemals eingeschüchtert hat, steht auf der nächsten Seite. Und zwar ist das Tina Turner. Warum, kann ich jetzt im Augenblick noch nicht sagen. Wissen tue ich, dass die 1984 den Song Tonight miteinander gesungen haben. Warum, weiß ich nicht. Ich vermute, dass Tina Turner sehr stark im Okkulten unterwegs ist. Was ich auch weiß, oder was zumindest gesagt wird, ist, dass er ungefähr 100 Millionen wert war, der Herr Bowie, und dass die halt in Bali da, oder er in Bali da beigesetzt worden sei. Ja, die soll eben da so laut seinem letzten Willen seine Asche da verstreut sein, weil ja nach außen hin er ja bitteschön Buddhist ist. Nach außen hin. Ich wusste noch nicht, dass Buddhisten mit einem Pentagramm irgendwo rumlaufen. War mir noch nicht so bekannt, aber ist ja im Endeffekt alles eins. Ne? Entweder ist man im Spirit of Christ oder Spirit von the Antichrist. Ne? Entweder bist du im Geist von Jesus Christus oder du bist halt im antichristlichen Geist unterwegs. So einfach kann man dann letzten Endes die Sache sagen. Also entweder ist man für uns oder man ist gegen uns, aber das meint jetzt keinen bekannten, berüchtigten Politiker, was ich jetzt meine. Ne? So, Mr. Bowie sagte in seinem Testament, dass er seinen Körper nach Bali gebracht werden soll und dann eben da kremiert werden soll, in Einklang mit den buddhistischen Ritualen von Bali. Das steht auf der ganz unten. So, das ist so. So viel dazu. Jetzt haben wir ein Bild hier, wo ich ein Riesenproblem mit habe auf der nächsten Seite. Da sind nämlich Leute, die da Blumen und Kränze und Bilder malen und so weiter und so fort, ne? Da habe ich ein großes Problem mit dem Bild. Das Problem heißt zweites Gebot. Das ist ein Gebot, was im Katechismus nicht drin ist. Das ist ein Gebot, was in der Bibel steht. Das ist eben nicht dasselbe. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott,
bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, also sie beten dafür ihn oder ihn an. Eins von beiden. Das weiß ich nicht. Aber es gibt auch viele Menschen, wir kennen das ja von Freddie Mercury, der so Statuen bekommt und dann da verehrt wird und Starschnitte und so weiter. Das geht ja alles in dieselbe Richtung mit dem bete deinen Star nicht an. Ne? Und wenn er wollte immer ein Star werden, was hat er gesagt? Er möchte weltberühmter Sänger werden und er will die Weltherrschaft. So. Und wenn man sich schon einen Namen macht nach einem Death Metal, nach einem Todesmetall, wie beispielsweise dem Bowie-Messer, mit dem nachweislich Menschen umgebracht worden sind, dann sieht die ganze Geschichte von Anfang an seiner Karriere nicht christlich und vor allen Dingen auch nicht sehr sanft aus. Und deswegen braucht man mehr Informationen. Ich brauche mehr Details. Gut, machen wir weiter. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass eben das, was wir an Medieninformationen jetzt bekommen, ja schon seit langer Zeit gesteuert ist, unter anderem durch die Dekrete Miranda Prosus und Inter Mirifica. Das heißt, dass es eben da die katholische Kirche das Geburtsrecht hat, alle Medien zu kontrollieren und zu besitzen. Ja, also, alles, was wir jetzt haben, müssen wir kombinieren, die Informationen. Es reicht nicht, irgendeine Information zu haben, weil wir nicht wissen, ob die Information valide ist. Das heißt, wir müssen die Geschichte von verschiedenen Gesichtspunkten aus miteinander kombinieren, was am meisten Sinn macht. Ich kann nie die hundertprozentige Gewissheit der Wahrheit hier sagen. Ich kann nur die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit im Augenblick nennen. So, dies hier ist nochmal die offizielle Biografie von seiner Ex-Frau Angela Bowie. Und das einzige Mal, wo eben das Wort Bibel, im Englischen Bible, hier vorkommt, ist eben hier in dem Kontext, wo es geschrieben war in der Rock'n'Roll-Bibel. So, und damit ist natürlich eben nicht die richtige Bibel gemeint. Das heißt, Bibel finden wir hier nicht drin. Ja, können wir schon mal abhaken. So, und Black Star soll jetzt hier eben stehen für Krebs oder Reinkarnation oder für Saturn und so weiter und so fort. Da kennen wir das bekannte Bild aus der ersten Folge, der damals benannten Gender-Agenda, Amanda Lear und so weiter und so fort. So, gehen wir mal weiter. Das kennt ihr auch, das habe ich jetzt gerade schon gezeigt. Gehen wir mal weiter. So, das sind jetzt die nächsten Geschichten. Und wer kommt uns da jetzt entgegen? Ah, Robert Fripp. Warum habe ich den jetzt hier reingemacht? Robert Fripp kennen wir, ne? Robert Fripp kennen wir von Peter Gabriel. Robert Fripp war bei King Crimson. Warum habe ich den hier reingemacht? Na, gucken wir uns das mal an. Gehst du mal eine Seite vorher? So, genau. Ja? Da steht nämlich, guck mal da. Finally, I had the means of doing that. In my address book was the telephone number of Wally Elmark, a very respectable white witch, whom David and I had met in London while she was working with Robert Fripp on some weird ESP album project. So, zu Deutsch. In meinem Telefonbuch oder in meinem Adressbuch war die Telefonnummer von Wally Elmark, einer sehr respektierten weißen Hexe, die David und ich in London getroffen haben, während sie mit Robert Fripp an einem komischen ESP-Albumprojekt gearbeitet hat. Okay, gucken wir uns Robert Fripp mal an. Ist ganz wichtig, dass wir uns den angucken. Ja, Moment, nochmal eben, stopp, ich habe jetzt gerade die zweite Referenz gegessen, stopp bitte, ja, sorry dafür, ja, so. The ritual scattering of household herbs, also das Ritual und so weiter bestand aus Gewürzen und so weiter und so fort, die sie uns durchgegeben haben am Telefon, mit speziellen Lesungen aus dem tibetanischen Buch der Toten, das David seit seiner buddhistischen Mönch-Seins oder Wannabe-Days, also seinem möchte-gern-buddhistischen Mönch-Tagen, da immer zur Hand gehabt hat, ja? So ungefähr übersetzt. Okay, so, also, tibetanisches Buch der Toten, ne? Ganz tolle Referenz. Ne? Sind wir schon wieder bei der Totenmagie. Und wir sind schon wieder dabei, dass es irgendetwas zu tun hat und dass der Herr Robert Fripp in irgendeiner Art und Weise da mit drin steckt. Gucken wir uns das an. Wichtig, wirklich wichtig. Robert Fripp von King Crimson. Ach, guck mal da. Kenne ich doch. Geh mal weiter. Ja, am Weihnachtstag, im Alter von 11 Jahren, hat er die Gitarre geschenkt bekommen. Okay. So, er war er ist ein weltbekannter Gitarrist, kann man nicht anders sagen. Ja,
Und da gucken wir mal an, dass er eben auf der nächsten Seite mit Michael Giles 1969 die Gruppe King Crimson gegründet hat. Das heißt, wir wissen, Robert Fripp hat mit der Weißen Hexe zusammengearbeitet und Robert Fripp kommt von King Crimson. Also, die Linie läuft jetzt schon von Wally Allmark, von der Weißen Hexe zu Robert Fripp zu King Crimson. Geht er weiter. Zusammen mit Brian Eno, wir reden von Robert Fripp, experimentierte er seit 1972 mit einer von ihm selbst als Frippertronics bezeichnete Methode zur Klangerzeugung im Stil von Tonbandexperimenten. Die Idee dazu stammt angeblich von einem unbekannten Toningenieur, der zu dieser Zeit für Riley arbeitete. Nicht benannt wer. So, wir wissen, Weiße Hexe, Robert Fripp, King Crimson, Brian Eno. Geht weiter. Später ersetzte Fripp die mechanische Loop-Technik durch den Einsatz von Gitarren-Synthesizern und er nannte die so erzeugten Klänge Soundscapes. Klangexperimente sind bei Mitch Ure zum Beispiel zu finden. Mitch Ure ist der damalige Mitglied gewesen von Ultravox. Fripp gilt als sehr englischer, spleenig-intellektueller Rockmusiker. Schon in den 1970er Jahren wurde in der Musikpresse der Mr. Spock of Rock genannt. Das ist kein toller Titel. Gucken wir uns die nächste Seite mal an. Zitat, was ich gefunden habe, ich kann es nicht verbriefen. Leonard Nimoy, der Dr. Spock spielt, mit diesen komischen Mephisto-Augenbrauen, mit schwarzer Perücke, mit komischen, fledermausartigen Ohren und mit einem V-Gruß, sagt: Sollte das euer Gott sein, ist er nicht sehr beeindruckend. Er hat psychische Probleme. Er ist dermaßen unsicher, dass er 7 Tage die Woche verehrt werden möchte. Er erschafft Menschen mit Fehlern und verurteilt sich für ebenjenige und er lässt Andersgläubige töten, weil er Angst vor ihnen hat. Er ist ein ziemlich armseliges Beispiel für ein höheres Wesen. Und damit könnte jetzt Leonard Nimoy, so dieses Zitat stimmt, absolut abhaken. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, wofür steht denn jetzt der Spock aus Raumschiff Enterprise. Ich denke, das sollte jetzt aber wirklich genug Indizien sein, wofür die Figur Spock steht und dass Leonard Nimoy sich mit ihm dann doch ziemlich sympathisiert, wo er sich als oberschlau und der Herr Spock ja auch als super genial dargestellt wird. So viel mal zu dem Teufelshörnern, zu dem Schwörenzeigen, zu dem V-Zeichen und so weiter, zu sämtlichen Handgesten, die man macht. Ja, das ist eben alles im Christentum nicht erlaubt und nicht statthaft. Ja, und auch diese Frisur da und die Augenbrauen, die halt alles an gegen Gehörnten erinnern. Völlig egal, ob Bushido das jetzt hier macht auf seinem Album Mephisto oder der Papst da jetzt mit Pentagrammen rumspielt. Alle freuen sich, alle lachen. Und die Menschen kennen sich mit Symbolik nicht aus. Robert Fripp, reden wir immer noch von, ist ein Anhänger der Mr. Spock. Er kann ja nicht für den Titel, aber komischerweise ist er schon eine komische Reminiszenz. Ist ein Anhänger von John G. Bennett und dessen Lehren. Und der ist ein Mathematiker, Philosoph, Autor und, höchste Vorsicht, spiritueller Lehrer. Zu Deutsch, der arbeitet halt einfach mit unreinen Geistern. Er arbeitete zeitweilig als Secretary of State in der britischen Regierung. Damit sind wir schon wieder ganz oben bei den Herrschern der Welt sozusagen. Das ist Innenminister, ne? Ja, aber du bist halt in der britischen... Ich sag das für diejenigen, die das nicht gut verstehen. Ach so, okay, ja, gut. Innenminister. Ja, okay. So, und sein Leben und sein Werk waren wesentlich mit dem Gurdjieff und seinem System des vierten Weges verbunden. Damit sind wir natürlich vollkommen in diesem ganzen esoterischen Gedöns und vor allen Dingen auch natürlich jetzt in die ganzen asiatischen Riten da drin. Ja, und dieser John, jetzt muss ich mal eben selber gucken jetzt hier, der Bennett wurde dann nach Istanbul geschickt, hatte ein Nahtoderlebnis und in Istanbul hat er für den britischen Geheimdienst gearbeitet. Ja, schon wieder haben wir hier eine Geschichte und das werden wir auch demnächst noch öfters haben, dass es irgendetwas mit ganz hohen Diensten zu tun hat, wo er dann damals in Kontakt mit den türkischen Derwischen des Mevlevi-Ordens kam. So. Diese Derwische sind sogenannte tanzenden Derwische. Da sind wir schon wieder eigentlich bei der satanischen Musikagenda ganz gut gelandet. Ja? Und dieser Orden geht zurück auf den persischen Mystiker Jalal ad-Din ar-Rumi im 13. Jahrhundert. So, und da habt ihr unten runter ein ganz kleines Bild, ja, von diesen sogenannten tanzenden Derwischen oder auch drehenden Derwischen auf der nächsten Seite genannt. So, und für diese Menschen handelt eben diese Aufführung, die für uns aussieht wie ein Ballett, um eine Form des Gebetes, um der Welt sich komplett zu verschließen und Gott näher zu kommen.
Ja, nach der Segnung durch den Scheich und somit der Auferstehung aus dem Grab legen sie das Grabtuch ab und beginnen sich zur Musik der Längsflöte und der Doppelkessel Trommel zu drehen. Und damit sind wir natürlich bei Flöte und Tamburin. Damit sind wir bei einem melodischen Instrument und einem rhythmischen Instrument. Ja, ihr seht jede mögliche Art und Weise für jedes mögliche Volk hat eine ähnliche Tradition sozusagen. Ja, so. So viel dazu. Da hat der Herr Fripp seine Ideen her. Na, das macht er und er ist mit Wally Emlag bekannt. Die beiden haben zusammen eine Platte aufgenommen. So, und dieser Bennett hat dann im Jahre 1920, da steht weiter unten drunter, deswegen springe ich jetzt hier ein bisschen, weil die, ich wollte nur ganz kurz die Reminiszenz machen, welche Leute das sind. Der hat mit Gordiev zusammen zu tun gehabt. Und das ist eine Geschichte, er sah sich nach dem Tod seines Vorbildes sozusagen als inspiriert an. Da sind wir bei Spirare, da sind wir bei Geisterinitiierung, da sind wir eben bei der Übertragung von Ideen auf einen Menschen, also geistigen Ideen auf einen Menschen, nach dem inneren Muster der Spiritualität und damit der Quellen des wirklichen Wissens zu suchen. So, und er unternahm Reisen in den Orient auf seiner Suche nach dessen Lehrern und lernte einige östliche Meister kennen, die ihm bei seiner Suche halfen. Tja, wer ist denn noch da unterwegs gewesen nach Bali als vornehmlicher Buddhist, der Herr David Bowie auf seiner letzten Reise. Ne? Angeblich hat er auch Weisheitslehrer gefunden, zum Beispiel Shiva Puri Baba, einem indischen Rishi, der angeblich 136 Jahre alt wurde. Ich habe es aus guten Gründen grün gemacht. So. Durch sein frühes Nahtoderlebnis versuchte er zu ergründen, was es mit den anderen unsichtbaren Bereichen der Wirklichkeit auf sich hat und wie diese in unser physikalisch geprägtes Verständnis einer Welt aus drei Raum- und einer Zeitdimension hineinpassen. Ne? Also dreidimensional und einer Zeitdimension. So. Und dann hat er gesagt, okay, Ewigkeiten und so fort. Und dann haben die nämlich dann damals, ja, mit dem Enneagramm gearbeitet. Ja, Ennea kommt aus Griechisch 9 und Gramma ist das Geschriebene und bezeichnet ein neunspitziges esoterisches Symbol, ja, von unterschiedlichen Persönlichkeitsqualitäten. Ich kenne das, weil ich selber mit diesem Modell arbeiten musste, weil mein damaliger Lehrer aus diesem Bereich halt da sein, in Anführungsstrichen, Wissen geschöpft hat, weil der auch öfter eben Studienreisen nach Indien und Tibet unternommen hat. Also das ist in der Esoterik-Szene eine ganz große Nummer. Kann man nicht anders sagen. So. Was es jetzt alles ist, es geht in die Geschichte rein mit Maharishi Mahesh Yogi, Hallo Beatles, der gesagt hat, everybody has divine powers, also jeder hat göttliche Kräfte. Transzendentale Meditation, da ist er nämlich der Begründer zu, auch Ayurveda ist er der Begründer zu. Ja? Und die Times hat geschrieben 1974, um John Bennetts Leistung zu verstehen, muss man die Einsicht Gurdjieffs anerkennen, welcher nachdrücklich betonte, dass der Mensch für dich blind geworden sei, für das, was wirklich ist. Bennett, der leicht eine brillante Zukunft als Wissenschaftler hätte haben können, wurde ein Lehrer der Ideen Gurdjieffs und Ospenskys von der Transformation des Menschen. Also es geht alles immer auf die menschliche Ebene. Es geht nicht um den Schöpfergott, sondern es geht darum, dass der Mensch zu Gott wird. Er glaubte, dass eine Lehre des Lebens verloren geht, wenn nicht ständig neue Einsichten gefunden wurden, die ihre Bedeutung erneuern und so weiter und so fort. Ne? Bücher über spirituelle Entfaltung des Menschen. Also alles gegenteilig zur Bibel. So, nochmal zurück zu Robert Fripp jetzt. Einige ausgewählte Musiker, mit denen jetzt Robert Fripp zusammengearbeitet hat, nochmal, er ist benannt, dass er eine Platte aufgenommen hat mit Wally Emlag, mit der Weißen Hexe. Sind David Bowie, Peter Hammill, Adrian Belew, den kennen wir doch noch, der kam nämlich hier auch schon vor. Das ist auch einer, der später bei King Crimson eingestiegen ist. Brian Eno, Peter Gabriel, Debbie Harry von Blondie, David Sylvian von Japan, Andy Summers, wenn ihr nicht wisst, wer der ist, Tony Levin ist Musiker von Peter Gabriel Band, Greg Lake von Emerson, Lake & Palmer. Wer ist Andy Summers? Gitarrist der Gruppe The Police. Oh, noch nie von gehört. Ja, das sind aber alles wirklich hier hochrangige Leute. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie dritte Generation, dritte Reihe oder sowas. Ne? Ja, so, Robert Fripp. Wie die von Police heißen, da habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich kenne nur den Sänger Sting, weil der mal in dem Film Dune mitgespielt hat. Ja. Und ansonsten ist mir das völlig unbekannt. Ich kenne die Namen überhaupt nicht, weil du sagst, so, ja, jeder muss das kennen, sonst ich kenne die nicht.
Deswegen Okay, lerne ich gut. ja so viel hierbei. Ich wollte nur Ja, mal ja. eben sagen, vielleicht gibt es so eine andere, die auch am Bildschirm sitzen und sagen von ja, ey. Ich werde auch gleich drauf eingegangen. Ich wollte es eigentlich bis später halten, aber gut, jetzt hast du gefragt und jetzt kriegst du die Antwort Ja, natürlich. gut. So, Robert Fripp ist seit 16. Mai 86 mit der Musikerin Toya Wilcox verheiratet. Da gibt es eine englische New Wave Band, glaube ich. Also New Wave müsste das sein. Die heißt nämlich Toya. Das ist die Sängerin davon, mit der ist er verheiratet. Und der Rolling Stone listet ihn als Platz Nummer 62 der besten Gitarristen aller Zeiten auf. So, der Mann ist also nicht unbeleckt. Es gibt jetzt hier eine etwas fragwürdigere Quelle von Timothy Green Blackley. Das ist der Typ, der eben diese Akademie gegründet hat. Aber einige seiner Quotes werden von anderen mitzitiert. Und naja, also wir stehen ja schon bei Robert Fripp, dass er eben dann tatsächlich da eine Platte gemacht hat mit Wally Elmlack. Also gehe ich nochmal in den Artikel zurück. Timothy Green Blackley sagt, der ist Ufologe, ne? Also nur mal für die Leute. So. Ich habe David Bowie während der Tour in den Vereinigten Staaten getroffen, als er Ziggy Stardust gemimikt hat, also da gemimt hat. Ne? So. Bowie wurde von mir vorgestellt, Bowie was introduced to me at the RCA Studios in Manhattan by Wally Elmark. So, also, Bowie wurde mir vorgestellt bei den RCA Studios in Manhattan. Ja, bei Wally Elmark, bei eben dieser weißen Hexe. Oder meinetwegen nennt er die auch weiße Magierin, ist jetzt mir wurscht. Ja, die macht Wicca, die Frau. Ne? Also eigentlich dasselbe wie Golden Dawn und es ist eigentlich alles dasselbe, nur ein neuer Name. Ne? So eine bezaubernde junge Frau, die eben reguläre Artikel geschrieben hat für das Zirkusmagazin, das eine Art von Heavy-Metal-Version des Rolling Stone-Magazins war und so weiter und so fort und so weiter und so fort. So, sie war Pop-Journalistin, offiziell. Ne? Nicht, jetzt stand jetzt nicht auf ihrer Karte drauf, ich bin Hexe. Ne? Okay, so. Als ich die New Yorker Schule der okkulten Künste und der Wissenschaften geleitet habe und so weiter und so fort, da konntest du auch Lehrgänge buchen in Form von astralen Projektionen und Hypnose und so weiter bis zur Zauberei. Ja, und da wurde ich eben bekannt mit Wally Elmlack. Wally war bekannt als die weiße Hexe von New York. Wegen ihrer Kontakte in die Musikindustrie hatte sie sich wirklich ein elitäres Klientel sozusagen geschaffen, ja, der sie oder dem sie spirituelle Hilfe und gelegentlich auch ja jetzt so wie will man sagen, glückliche Sprüche und Liebeszauber und so weiter halt da weitergereicht hat. Aber natürlich immer nur positiv. Ne? Sie ist niemals, deswegen steht da ins Grün, niemals schwarzmagisch oder Grigri, das ist eine New Orleans-Form und so weiter und so fort, mit irgendwelchen Puppen und Talismännern und so weiter und so fort und so weiter. Hat sie nie gemacht. Sie hat immer das alles nur den Menschen geholfen. Ne? So eine gute Hexe. Gibt es nicht in der Bibel. Ne? So. Und sie war so redegewandt und sie hatte immer so ein richtig tolles, modisches Silbermond an und so weiter und so fort. Und tralalalala. So, und jetzt sagt eben hier die Bibel ganz genau, was davon zu halten ist in dem nächsten. Und ich habe das absichtlich in Englischen auch gemacht. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Also hierbei kennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Der bezeugt, dass Jesus bezeugt, ja Christus. genau, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist der Geist Gottes. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Also jeder Geist, der bezeugt, dass Jesus Christus nicht im Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott. Dieses ist der Geist des Antichristen, wovon ihr gehört habt, dass er kommen wird. Und sogar jetzt ist er schon in dieser Welt. Und dann deutsche Bibel. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Wobei Überlieferung im englischen Original Traditionen heißt, Traditions. Ja?
Ich habe den Satz deswegen gemacht, weil es hier darum um Jesus Christus geht. Und das ist das, was die okkulte Seite grundsätzlich macht. Sie redet von Engeln, sie redet von Gott. Sie redet von Himmel. Aber sie redet nie von Jesus Christus aus dem Grund, weil du sie immer damit enttarnen kannst. Ja? Du kannst sie nur damit enttarnen. Sie haben ihren Gott, den sie benennen. Sie haben ihren Himmel, den sie benennen. Sie haben ihre Wiedergeburt. Sie haben ihre Engel, ja, ihre Diener, ihre spirituellen Führer und so weiter. Aber sie kennen Jesus Christus nicht. Das ist einfach der Hintergrund dazu, warum ich die jetzt hier benannt habe. Und das ist eben das, was die weiße Hexe und wie auch immer, wo du die alle mit demaskieren kannst. So, und jetzt wird's brutal oder unlustig gleich. Also, Bowie hat jetzt hier gesagt, von wegen, er hätte alles Mögliche gesehen, auch UFOs und so weiter und so fort. Ich will ja nicht wissen, was der Mann den ganzen Tag gemacht hat, aber der hat bestimmt alles Mögliche gesehen. Und deswegen gehe ich auch auf diesen Text hier gar nicht großartig ein, bis auf den Punkt, dass er mitgespielt hat in dem Film auf der nächsten Seite, der da heißt David Bowie, The Man Who Fell to Earth. Also David Bowie, der Mann, der auf die Erde gefallen ist. Und wir haben hier eine umgedrehte Pyramide mit der Spitze nach unten, auch die Pyramide des Todes genannt, wenn wir uns beispielsweise mal an die deutschen Konzentrationslager erinnern, ja, solche ganzen Geschichten. Und wir haben vor allen Dingen auch hier die Geschichte, dass wir hier unheimlich viele Reminiszenzen an Pyramiden haben. Ja, guckt ihr dieses V von David Bowie an, guckt ihr dieses O von David Bowie an, dreimal dieses O, Pyramiden überall. So, somit sind wir natürlich dann schon wieder genau da, wo wir gar nicht hinwollen. Aber das mal nur als Randbemerkung. So, und in diesem Text jetzt hier, der von dem Timothy Dings da handelt, schreibt er jetzt als Überschrift "And along comes Mr. Scratch" über David Bowie. So, und damit sind wir bei der Geschichte mit Old Scratch oder Mr. Scratch. Ist ein Nickname oder Pseudonym für den Teufel. Der Name kommt vermutlich aus dem mittelenglischen Scrat, der Name eines Dämon oder Goblin von dem alten nordischen Scrattel. So, und da habt ihr genau die Referenz, die wir schon mal hatten mit Peter Gabriel 2 Scratch. Dieses Album heißt nur 2, wurde aber dann später von einigen Scratch genannt. Unter anderem ist das von der originalen Webseite von Peter Gabriel. Also da kann keiner mehr erzählen von wegen, dass es da jetzt ein Zufall wäre. Zudem haben wir auf der nächsten Seite nämlich auch noch ein Tribute von Leuten, die Peter Gabriel Sachen danach machen. Ja, und der heißt also auch Scratch. Also von daher, das Ding heißt Scratch und Scratch ist eine Geschichte mit dem Teufel. Wir haben das auch schon mal behandelt bei David Bowie. Nur mal so dazu. So, und jetzt kommt also hier auf dieser Seite ganz unten der einzig interessante Satz, der heißt, ich habe halluziniert 24 Stunden am Tag. Deswegen, also wenn der UFOs gesehen hat und alle möglichen Sachen gesehen hat, auch wenn es nicht stimmen sollte, dass er eben keinen Teufel, Dämon, eine Erscheinung, was weiß ich, im Swimmingpool gesehen hat, das ist alles nicht relevant. Relevant ist, dass dieser Mensch tibetanische Totenbücher mit sich rumgeschleppt hat und die Hilfe von einer Hexe und solchen ganzen Leuten aufgesucht hat. Das ist der valide Punkt. Es ist nicht der Punkt, was er gesehen hat. Es ist der Punkt, dass er das gemacht hat. Er hat sich völlig im Okkulten verloren. Und er hat eben genau mit solchen Sachen rumgeoxt. Das ist der Punkt. Es ist völlig egal, was er da gesehen hat im Schwimmbad, meiner Meinung nach. Wichtig ist letzten Endes vielmehr, was er damit gemacht hat. So, und deswegen wird es jetzt fies. Er sagt, David Bowie sagt, er hat zeitlebens Angst gehabt, dass irgendjemand ihm ein Kind macht, was dem Teufel gewidmet ist. Ne? So wie bei Roman Polanskis Rosemary, bitte nicht so schnell, Rosemary's Baby, wir sind ja ganz oben erstmal. So, er hatte dringende Not und die Poetin und Songschreiberin Shelley Vanilla hat eben dann Bowie zusammen mit Wally Elmark zusammengebracht. Also Cherry Vanilla ist diejenige wohl gewesen. Und die wird jetzt hier beschrieben von demjenigen, der eine Biografie über Bowie geschrieben hat, den Herrn Spitz wohl, oder zumindest ein Buch über Bowie geschrieben hat, dass Cherry Vanilla diejenige wäre, die Bowie zusammengebracht hat mit Wally Elmark. So. Und Wally Elmark hat damals eben bei der New York School of Occult Arts und bla 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 und war bekannt als weiße Hexe, wissen wir alle schon. Aber wer zum Heck ist denn jetzt Cherry Vanilla? Und jetzt wird's fies. Ja, sie hat gearbeitet als Schauspielerin für Andy Warhol, als Publizistin für David Bowie, ja, bevor sie eine Rocksängerin wurde. Und sie war später ein Publizist für Vangelis. Und der kommt in dem Skript Instrumentalmusik noch vor. So. Und sie hat eben den Namen Cherry Vanilla angenommen, aufgrund von Andy Warhol und so weiter und so fort. Und sie hat dann auch für David Bowie gearbeitet. Aber das ist jetzt eben nicht so wichtig. Aber jetzt kommt etwas, was Wikipedia schreibt.
aber nicht beweisen kann. Citation needed. Sie wurde für außergewöhnliche Marketingstrategien bekannt, zum Beispiel, dass sie offen Oralsex jedem Discjockey angeboten hat, der David Bowie Schallplatten spielen würde oder ein Radio für ein Radio-Commercial, für eine Werbung beispielsweise. Mein Name ist Cherry Vanilla und ich habe ein paar Piep-Piep-Piep für dich. Ja? Währenddessen sich für Radio Hanoi gegen den Vietnamkrieg da irgendwie Opposition getrieben hat. So, das ist Cherry Vanilla. Sie hat jetzt, sie ist relocated, also zurückgezogen 1976, war also Part dieser, Teil dieser Punk-Szene und hat bei RCA Records unterschrieben. Die London-basierte Band von Cherry Vanilla, die heißt dann folgerichtig Cherry Vanilla Band heißt, ja, hat eben dann, bestand eben dann aus ihrem damaligen Freund Louis Lepore und dem Pianisten Zeca Esquivel zusammen mit den Bassisten Gordon Sting Sumner, dem Gitarristen Henry Padovani und Drummer Stuart Copeland. Bam! Da haben wir sie, ja, die ihre Services und ihr Equipment für 15 Pfund die Nacht während ihrer Tour da vermietet haben, including einen Auftritt und so weiter im Londoner legendären Roxy Club. Ja. Dieser Support war für Copelands Band The Police und war eben einer der ersten Live-Auftritte der Band Police. Also die Police ist übrigens die Band von Stuart Copeland. Er ist derjenige wohl, der die gegründet hat. Er ist im Übrigen übrigens auch der extrem begnadete Schlagzeuger, der übrigens auf dem Peter Gabriel-Album So bei Red Rain und bei Big Time Schlagzeug gespielt hat und auch auf einigen anderen Liedern von ihm, auf anderen Alben. So, 1980 hat sie bei Vangelis dann gearbeitet und sie hat später sein amerikanisches Büro geleitet. 1984 hat sie die Anhalterin gespielt und die Kellnerin bei Roger Waters Album Die Vor- und Nachteile des Anhalters sein. The Pros and Cons of Hitchhiking. Roger Waters ist der ehemalige Bassist von Pink Floyd. Nächste Verbindung. So, 1987 war sie in dem Box-Dokumentarfilm Gebrochene Nasen und so weiter und so fort. Und dann hat sie nicht mehr allzu viel gemacht. Ihre Biografie heißt Leck mich, Lick me, wie ich Cherry Vanilla geworden bin. So, ja, sie hat eben dann 1960ern und so weiter, 1970ern rumgetingelt in Manhattan und in der French Riviera und so weiter. Andy Warhol, das wissen wir alle schon. In den 1977er, sie hat sie halt Songs gemacht und durch Europa getourt mit ihrer eigenen Rockband, mit Stuart Copeland und Sting von den Police. Sie hat zwei Alben da veröffentlicht, Bad Girl und Venus des Vinyls. In 1980er und 19, sie hat für Magazine weltweit geschrieben, ja, und sie hat einer der ersten Telefonsex-Services in Amerika gegründet. So viel mal zu der Dame, wenn es eine wäre. So, 1995 auf der nächsten Seite ist sie nach Hollywood gegangen und hat eben für Tim Burton da gearbeitet und ich glaube, ich kenne auch mehrere Filme von dem. Und ja, und Angela Bowie war eben auch mit dabei, als sie dann halt eine Party gehalten hat und so weiter und so fort. Und Lick Me meint die Dame wörtlich. Damit ihr mal vielleicht einen Eindruck von habt, mit welchem Klientel der Herr Bowie sich da rumgetrieben hat. Und das ist ein Ausschnitt von ihrem Buch, Kapitel 15, Fame. Ja? Sie schreibt auf der nächsten Seite, Lou Reed war für David Bowie der Teufel. Ja? Er selber war von einem anderen Planeten, wir sprechen über David Bowie, und wurde gefangen gehalten auf dieser Welt. Ja? Und es geht alles um Mächte und Symbole, Kommunikation, Musik, das Okkulte, Aleister Crowley und Merlin der Magier. Da habe ich gesagt, stopp. Merlin der Magier? Sie sagt, ich habe nie etwas von Davids Cola oder was auch immer angerührt. Ich saß nur da und habe eben smoked my pot, habe eben da mein, was weiß ich, Marihuana oder Gras oder was weiß ich geraucht. Ne? Kenne ich mich jetzt nicht so aus. So. Und das war die Periode, die Zeit, wo ich am meisten in ihn verliebt gewesen bin. Ja, so. Und teilweise, ja, haben wir es
Ich muss es mal sagen, damit die Leute wirklich mal sehen, das ist kein Idol, der ist das absolute Gegenteil. Ja, so, wir hatten Sex in meinem Spiegelzimmer mit meinen Moskitonetzen und so weiter, meinem pink Bettroom, meinem pinken Schlafzimmer und so weiter. Und wir haben es ein bisschen weitergetrieben und so weiter als der ersten Zeit in Boston. Und wir hatten auch viele neue Sexspielzeuge und so weiter und so fort. Einmal habe ich mal für ihn etwas gemacht in einem Shop privat in der neuen Yves Saint Laurent Boutique in der Madison Avenue. Und habe das tollste Black Wool Overcoat, also irgendwie so Wollmantel oder was weiß ich gehabt und so weiter. Und er kam hoch die fünf Stufen, also five flights of stairs, also five ist auch wieder interessant, in mein Apartment und beglückte mich, ohne jemals diesen Mantel auszuziehen und ging dann sofort weg, um mit Mick Jagger rumzuhängen. Ja? Bowie fand meinen Schlafzimmer so toll, dass er sogar Claudia Lenner und John Millington gebracht hat. Claudia Lenner ist eine amerikanische Soul-Sängerin, die als iCat in der Ike und Tina Turner Revue begann. Na, so wie mal zu Tina Turner. Da war doch David Bowie so fies vor. Nach ihrer Zeit als iCatte von dieser Band eben, ne, war sie Background-Sängerin zum Beispiel für Joe Cocker und Leon Russell. Und sie veröffentlichte auch ein Soloalbum. Aber wer ist denn jetzt John oder Sean Mingleton? Ja, sie ist eine philippinisch-amerikanische Gitarristin, hier fehlt das in, das ist wohl gendergerechte Wikipedia-Sprache, Songwriterin, Produzentin, Pädagogin und Schauspieler und der Leadgitarristin der rein weiblichen Rockband Fanny. Und sie ist beschrieben durch die Guitar Player Magazin als die heißeste weibliche Gitarristin in der Musikindustrie und auch als Godmother, also nicht Patin, also eigentlich nicht Godfather, sondern die Patin der Frauenmusik, ja, und auch die artistische, künstlerische Direktorin des Instituts für musikalische Künste in Massachusetts. Und die beiden haben zusammen Sex on Occasion gehabt. Ich habe nicht mitgemacht, sagt Cherry Vanilla, und ich bin so ein bisschen abgetürnt worden, wie toll er eben das alles fand. Na, so viel mal eben kurz zu David Bowie. Und er ist ja auch noch dann verheiratet. Und wo soll man da anfangen mit dem Mann? Ja, wo soll man dann anfangen mit dem Mann? Ja. Und sorry, ich habe nochmal nachgeguckt. Also Merlin ist jetzt nicht David Bowie gewesen. Merlin hat er jetzt benannt als T-Rex. Ja, hier Mark Bolan. Das heißt, David Bowie hat also dann auch über Mark Bolan von T-Rex gesprochen als Merlin den Magier. Wir erinnern uns, Mark Bolan von T-Rex ist der Mann, der vor dem Spiegel sitzt und da betet. Den hatten wir ja schon mal gehabt. Ne? So, geht aber weiter. Wird auch nicht besser. Kann ich versprechen. Wenn ich eins versprechen kann, ist, dass es nicht besser wird. So, machen wir weiter hier. Also, sie selber macht jetzt Folgendes. Sie selber sagt, diese Millington habe ich nochmal eine Geschichte gemacht, hier, als sie erste Gitarre gekriegt hat, hat sie gesagt, ich wusste, es war ein Geschenk, eine Revelation from the Universe, eine Offenbarung des Universums. Auf der nächsten Seite sehen wir Iggy Pop, den hatten wir doch schon mal, der lag doch schon mal im Krankenhaus und hatte mit Drogen zu tun und David Bowie hat ihm was gebracht. Und wir finden hier heraus, Iggy Pop hat nur einen Song für Lust for Life selber geschrieben, nämlich den Song 16. Sieben Titel stammen aus der Feder von David Bowie. The Passenger wurde von dem Gitarrist Ricky Gardner geschrieben. Also David Bowie ist verantwortlich eigentlich für den Großteil des Erfolges von Iggy Pop. Und es gibt sogar eine Lust for Life Tour. Und deswegen habe ich gesagt, Moment mal. Jetzt wisst ihr, wie der David Bowie drauf ist. Der hat einfach mal Sex mit irgendjemandem, sogar noch im vollen Dress sozusagen. Ja, geht dann runter, hängt dann wieder mit Mick Jagger aus, holt sich dann ein paar andere Leute rein, beobachtet die dann uns. Also, damit ihr mal vorstellen könnt, der Typ ist voll Drogen und so weiter, hat nur Sex und Drogen und Musik im Kopf. Also Sex, Drugs and Rock'n'Roll. So, und wenn jetzt hier draufsteht, bei dem Album von Iggy Pop, Lust for Life und The Idiot, stimmt zumindest einer von beiden Titeln, und bei David Bowie Lust for Life, also die beiden erzählen hier von Lust for Life und das ist das, was ihr Lebensstil ist und das ist der Lebensstil aller Popgrößen eigentlich, zumindest in den 70er Jahren, was wir gerade untersuchen hier, wir können ja gerne noch andere Untersuchungen machen. So, und bei Lust brauche ich ja nur mal im neuen Evangelium, im Neuen Testament sozusagen der Bibel zu gucken, was da an Reminiszenzen kommt, ja, und da habe ich direkt Johannes 8,44. Ich habe es jetzt extra in Englisch gemacht, weil, aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir reden jetzt hier von Lust for Life von einem englischen Titel und deswegen haben wir auch hier die englische King James Übersetzung bei. Und wenn du jetzt mal runterscrollst, dann hast du die Geschichte mit John 8,44. Ja? Da steht direkt drin im ersten Satz. Ye are of your father the devil.
and the last of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Ja. Oder in Deutsch auch noch eben, oder nicht? Ich habe nicht in Deutsch mehr reingekopiert, ich hatte da heute keine Zeit mehr für, aber das, der ist ja bekannt, der Spruch eigentlich, ne? Naja, ihr seid von eurem Vater den Teufel und die Gelüste eures Vaters werdet ihr tun. Er war ein Mörder von Anfang an und war nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er eine Lüge spricht, dann spricht er von sich selber, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und genau. In Romans, also Römer 1,24, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. Also wozu Gott sie abgegeben hat, zur Unreinheit, zur Lust ihrer eigenen Herzen, um ihre eigenen Körper zu entehren und mit ihren Körpern zwischen sich selber. Das kriege ich nicht mehr so gut hin. Bin ein bisschen müde inzwischen. Ist ein bisschen spät. Ja, aber du verstehst, der Sinn ist einfach, wir brauchen die jetzt auch gar nicht jetzt zu deuten eigentlich. Also die Last, die Lust auf deinen Vater, also die sind alle im antichristlichen Geist unterwegs. Das ist das Thema. Sie stellen den Körper über das Mentale. Sie stellen nicht den Geist über den Körper, sondern sie machen es in dieser ganzen Geschichte, in ihrer Agenda immer umgekehrt. Und deswegen brauchen sie so viel Sex und da so viel Alkohol, weil sie letzten Endes mit ihrem Körper nur den ganzen Tag funktionieren und eben besetzt sind. Ja? 1,24 heißt also, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Mhm. Und 1,27 lautet, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust toward, one toward another, men with men working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of the error which was meat. Oder auf Deutsch, gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Ja, das passt doch ganz genau auf David Bowie. Ja. Und Römer 6,12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Also lasst nicht die Sünde in eurem sterblichen Körper regieren, dass ihr hörig seid und nach ihren Lüsten tut. Ja, ganz genau. Ganz super, ja, genau. So, und in der nächsten Seite haben wir eben, dass Angie Bowie nochmal spricht, ja, und Entschuldigung, die Geschichte jetzt hier nochmal von Timothy weiterläuft. So, und er sagt jetzt, es gingen ein paar Jahre vorbei, auf der übernächsten Seite, Jörg, es gingen ein paar Jahre vorbei. Und Wally hatte eine verkürzte Lebensspanne, oder sie hatte also einen frühzeitigen Tod. So, ne? Sie konnte ihre Dämonen in ihrem eigenen Leben nicht fortwerfen oder fortschleppen, also remove, jetzt bin ich auch selber und stehe auf dem Schlauch, nicht entfernen, so, ja. Obwohl sie einen dramatischen und positiven Eindruck bei den fast allen gehabt hat, die mit denen in Kontakt gekommen sind. Also nach dem Motto, sie konnte anderen mit ihren Dämonen helfen, aber ihre eigenen hat sie nicht im Griff gehabt. Genau, ja. So, neben ihrem Teaching. Wobei, Entschuldigung, ein Mensch hat nie die Dämonen im Griff. Es sind die Dämonen, die den Mensch steuern, ne? Also da mal eben hier, der Mensch ist nicht stärker als die Dämonen, es ist umgekehrt, ne? Ja, es ist ja nur ein Quote, es ist ja nur ein Zitat. Ne? Also er meint, das ist ja schon interessant, ne? Er hat ja mit ihr jahrelang zusammengearbeitet, auch beruflich, ja. Und er hat gesagt, also sie hat einen frühzeitigen Tod erlitten, sie konnte ihre Dämonen, ihrem eigenen Leben konnte sie nicht entfernen. Also er spricht ja schon von Dämonen hier in ihrem Leben. Ja, ja, richtig. Der Punkt war, sie hat ja eben auch für die anderen Leute Dämonen arbeiten lassen. Ja? Mhm. Aber wenn der hier sagt, sie konnte die Dämonen aus ihrem eigenen Leben nicht austreiben oder wegtun, remove, ne?
nicht herausnehmen. Nein, kann sie auch nicht, weil ein Mensch ist ein Spielzeug der Dämonen. Sie hat sich ein Leben lang diesen Dämonen verschrieben und die haben mit ihr das gemacht, was sie eben damit machen. Sie benutzen einen Menschen, bis sie ihn nicht mehr brauchen können und schmeißen ihn dann weg. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Es ist halt hier nur verkehrt geschrieben. Sie konnte die Dämonen nicht kontrollieren. Nein, sie hat nie Dämonen kontrolliert. Dämonen kontrollieren den Menschen. In diesem Fall auch. Ja? Und die haben sie einfach nur gebraucht, bis sie auf war und bis sie sie nicht mehr brauchen konnten. Und dann haben sie sie eben sterben lassen. Punkt aus. So einfach ist das. Es ist halt ein bisschen, es ist halt aus einer anderen Sicht geschrieben. Man muss es halt richtig verstehen. Dann bist du ja noch fit. Also, Auf sehr Wiedersehen, sagt sie hier. Christian. Er sagt jetzt hier, ja, Wally hat sich zusammengetan mit T-Rex Mark Bolan, dem sie den Wizard, also den Zauberer genannt hat, nach anderer Quelle auch Merlin, den Magier, und dem King Crimson-Gitarristen Robert Fripp. Und dieses Trio von diesen drei gingen eben ins alte England und haben da ein gesprochenes Wortalbum, also ein Wort mit Sprache aufgenommen. Das heißt, die kosmischen Kinder, das niemals jetzt veröffentlicht worden ist. Das war viel ihrer Zeit voraus und so weiter und so fort. Und diese Hexe hat eben, Wally hat eben geglaubt, sie wäre reinkarniert von der Erde zur Erde von irgendwoher. Und das wäre ein Prozess, um das Licht zu anderen zu bringen. Ja, to pass on the light to others. Wo kennen wir denn das her? Der Lichtträger, der Lichtbringer. Ja, und die wären dafür bestimmt, zu anderen, die wären dafür bestimmt, diese anderen nehmen diese Welt durch Musik, Literatur und diese New Age Philosophy zu verändern. Diese Schallplatte ist irgendwo da draußen, möglicherweise in dem Privatbesitz von Robert Fripp und so weiter und so fort. So. Auch zu finden ist diese Geschichte in dem Wikipedia-Eintrag von Robert Fripp im Übrigen. Das kann natürlich sein, dass sie abgeschrieben haben, aber der Herr Fripp hat sich zumindest da anscheinend noch nicht gegen gewehrt. Ja, da steht nämlich drin, wortwörtlich, he collaborated on a spoken word album with a woman he described as a witch. Also mit einer Frau, die er beschreibt als eine Hexe, aber die resultierende Robert Fripp und Wally Ermark, the children, the cosmic children of love, also die kosmischen Kinder der Liebe, wurde niemals offiziell veröffentlicht. Ja, aber was gemacht worden ist mit 1972 hat Fripp mit Brian Eno zusammen aufgenommen und das Album Evening Star, Abendstern, 1974 aufgenommen. So, und Fripp hat also dann, was er dann ein permanentes Sabbatical-Jahr genannt hat, 1975 ge gemacht. Das kenne ich doch noch von einigen anderen her. Und dann ist er eben Gitarrist gewesen, Studio-Gitarrist gewesen auf Peter Gabriels ersten Album 1976. Da kam übrigens Salisbury Hill from. Ja? So. He produced and played, also er hat sogar produziert und gespielt auf Peter Gabriels zweiten Album von 1978. So. Und so weiter und so fort. So. Und er hat eben noch mit anderen gespielt. Sehen wir auf der nächsten Seite. Ja. Aus seinem Album Exposure hat er dann geschrieben, hat er dann zusammengearbeitet also er hat das Album gemacht und hat unter anderem auch vorherige Zusammenarbeit gehabt mit David Bowie, Peter Gabriel und Daryl Hall. Daryl Hall ist der Leadsänger der weltbekannten Formation Hall and Oates, auch ein Typ, der extrem okkulten dran ist. Also Hall and Oates, Kiss on My List, Out of Touch, Method of Modern Love, Family Man. Man-Eater, ganz bekannte Welthits, ne? Ganz bekannte Welthits. So, und Kate Bush darf auch nicht fehlen. Ja? Kate Bush joins King Crimson und damit joint sie natürlich und damit ist sie natürlich dann auch wieder mit Robert Fripp bekannt. Also jeder kennt jeden. Jeder kennt jeden. Und jeder hat die Möglichkeit, mit allen möglichen anderen zu sprechen, über eben hier Wally Ermlag oder über andere. Da gibt es noch viel, viel heftigere. Ne? Ganz heftigere. Auf der nächsten Seite seht ihr nach diesem Grünen hier, wo drauf steht, also hier Robert Fripp, oder er sagt jetzt hier, der Timothy sagt jetzt hier, ich kann nicht die Möglichkeit ausschließen oder verneinen, dass Wally irgendwann mal richtig down gewesen ist und so weiter und sogar mit ihm, mit David Bowie zusammengesungen hat und so weiter und so fort. Und ja, alles andere ist halt der Mutmaßung. Aber wie gesagt, dieses Album hat tatsächlich dann irgendwo aufgenommen mit Er Robert sagt Fripp. ja, ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Wally herunterschaut Ach von so, Zeit okay, zu ja, das war ich Zeit. jetzt, da bin ich jetzt zu müde, Ja, ja. herunterschaut von Zeit zu Zeit und vielleicht mit David Bowie mal mitsingt und
in seinen Auftritten über die ganze Welt bei ihm ist, wenn Okay. er auftritt. Ach so, jetzt, okay, ja, ach so, Das ist als wenn also er die weiß, er ist falsche gestorben. Lehre, das ist Okay, also die jetzt. falsche Lehre der unsterblichen Seele, die vom Ja. Himmel herunterguckt, ne? Verstehst du? Okay, mit dir kann Katholizismus. man arbeiten. Mit dir kann man arbeiten. Das ist halt, für mich ist es halt sehr stressig, da alles jetzt im Kopf zu verknüpfen im Augenblick. Aber guck mal auf der nächsten Seite. Jetzt wird es abenteuerlich. Jetzt wird es richtig abenteuerlich. Es tut mir leid, Muss ja. ich irgendwas Farbliches suchen hier, oder? Da, genau. So, Amazon, David Bowie, Witchcraft, Kokain, Paranoia. Eine Buchbewertung von einem Typen, der einen Stern gibt für dieses Buch, woraus wir gerade zitiert haben. Der sagt, der hier völlig billige Geschichte, ja, sollte rot gefleckt werden, ja, alles völliger Quatsch. Die weiße Hexe von New York, die war eine total enttäuschende Geschichte. Spar dir dein Geld. Willst du wirklich richtige Hexenkraft lernen? Dann kauf doch Sybil Leek oder Louise Hübner. Sybil Leek? Oh, Sybil Leek ist eine Astrologin, also nach außen hin, ne? Aber eigentlich wird sie hier bei Wikipedia genannt als eine englische Hexe, Astrologin, okkulte Autorin und selbsternannte Hellseherin. Sie schrieb viele Bücher über okkulte und esoterische Themen und wurde von der BBC als Großbritanniens berühmteste Hexe bezeichnet. Gucke ich mir auf der nächsten Seite an. Ja? Diary of a Witch. So sieht die Frau wirklich aus. Oder so sah die Frau wirklich aus. Ich konnte nicht anders, es Kate tut mir leid. Bush? Nein, aber ich konnte nicht anders. Mit dem Raben da rechts Ja, alleine schon, weißt der du. Rabe auf dem Kopf, okay, aber wie sie da mit den Kleidern da, das ist doch Ja, wie wenn die da ja. dieses Na, ich hatte noch eine andere Idee. Wuthering Heights da Ja, zelebrieren das da. ist deine Reminiszenz. Ich hatte noch eine Ja, andere. gut. Ja. Ja, okay. Nee, aber das Ja. finde ich, das sieht doch aus wie Wuthering Heights. Ja, das sieht halt alles nach Naturtänzen aus, ne? Es ist halt England, ne? Ja, Es ist halt Wicca, ne? England ist ja bekannt für seine Druiden und Hexen Ja, und die ganzen genau. Sachen. Ja, wer ist denn jetzt Louise Hübner, wovon dieser Mensch ja so wohlwollend spricht, weil es gibt ja nicht nur Wally Elmlack, ne? So, wer ist denn Louise Hübner? Die ist 1930 geboren, 2014 gestorben und ja, die war eine amerikanische Autorin und so weiter und so fort. Und ja, es wird echt total spannend jetzt, hoffe ich zumindest, ja. Als sie nach Los Angeles gezogen ist bei Radio und Television, ja, dann hat sie ein Büro als Astrologin gegründet in den 60ern und hatte also örtlichen Ruhm als eine Psychologin oder ein psychisch, was weiß ich, und war ein regulärer Gast von Radio- und Fernsehsendungen. Sie hat beispielsweise bei dem Radio Station KLLC 4 Jahre da sie da aufgescheint und hat sie da gesehen. Und noch einigermaßen oder so, teilweise ist sie dann auch eingeladen worden, um in Kriminalfällen mitzuhelfen. Das kenne ich auch von jemandem, den ich privat gekannt habe. So, sie hat in 3 verschiedenen Episoden der Johnny Carson Show und in der Joe Bishop Show da partizipiert. Und sie hatte sogar ihren eigenen Platz in den populären Journalen und Bild und Zeitschriften. Die Office. Ich wollte mal kurz einwerfen hier, wer nicht weiß, wer Johnny Carson ist, die meisten kennen ja Jay Leno und diese Shows da abends. Johnny Carson ist derjenige, der das im Grunde introduziert hat in Amerika. Und jeder, der Shining gesehen hat, kennt Johnny Carson. Weil in dem Moment, wo, wie heißt der Schauspieler da wieder? Hilf mir mal. One Flew Over the Cuckoo's Jack Nest, Nicholson. Jack Jack Nicholson. Nicholson, wo Jack Nicholson die Tür da so einschlägt und seinen Kopf da so halb durchsteckt und die Frau dahinter schreit, da sagt er, Here's Johnny. Das ist aus der Erkennung von Johnny Carson Show. Ja. So hängt dieser ganze satanische Kram zusammen. Ja. Okay, wird schlimmer. Sie ist die erste offizielle Hexe des Los Angeles-Bezirks. Sie hat diesen Titel offiziell bekommen. Ich brauche da mehr jetzt gar nicht zu sagen. Es war 1968, es war die Hochzeit von den Beatles, ne? Und Woodstock und allem. So, Personal Life. Sie ist verheiratet zu dem Konzeptartisten und Drehbuchschreiber Mentor Hübner. Er schreibt Drehbücher, kreative Konzepte für mehr als 250 Filme, zum Beispiel King Kong, Blade Runner, Dracula und The Time Machine. Och, was ein Zufall, ne?
Wenn der mit einer offiziellen Hexe verheiratet ist? Mann, die müssen ja einen interessanten Freundeskreis haben, oder? So, dem Wissenschaftler und Erfinder George gelingt es Ende des 19. Jahrhunderts, eine Zeitmaschine zu bauen, mit der man tatsächlich in die Zukunft reisen kann. Nach kurzen Zwischenstopps im Ersten und Zweiten Weltkrieg wagt sich der junge Mann sogar bis ins Jahr 802.701. 802.701. 8 plus 2 plus 7 plus 1 ist 6, 18, 6, ist 6. 6, 6, 6. Genau. Habe ich auch gerade gesehen. Ich war gerade am Zusammenzählen, bevor du das Ja. anfingst. So, Ben-Hur. North by Northwest. Oh, aus Satans Musikagenda 73, Peter Gabriel, das Wiedererwachen der Hexe. Das ist der originale Capture. Dieses ist dann wohl veröffentlicht, wenn wir dieses hier veröffentlichen, logischerweise. Und das ist aus einem Stück von Kate Bush, das heißt Waking the Witch. Da ist nämlich jetzt, wenn du mal zwei Seiten vorscrollst, ungefähr, ja, du kennst das noch. Ja, Help this Blackbird und so weiter und so fort. Ja, das kannst du, genau, bis da. North by Northwest, ja, das kommt im offiziellen Text vor. Und deswegen habe ich damals, das ist aus dem offiziellen Skript von Kate Bush, gesagt: Moment, North by Northwest, das ist die Reminiszenz an Alfred Hitchcock. So, und damit habe ich ja wohl eine interessante Reminiszenz geschaffen, denn die Frau Kate Bush und Alfred Hitchcock haben einiges gemeinsam. Das sehen wir jetzt unten drunter auf dem Bild. Ja, nicht umsonst ist nämlich auf dem nächsten Bild dieser Herr Teil des Intros unserer englischen Serie Satanic Media Exposed. Und zwar ist das der Regisseur von North by Northwest, wo Teile des Drehbuchs eben von dem Mann dieser offiziellen Hexe gekommen ist. Seht ihr mal, wie die ganzen Sachen zusammenhängen? Alfred Hitchcock war ein Jesuit, für diejenigen, die es nicht wissen. Ja, dann scroll mal runter. Und zwar, ja, so, er war kein Priester, ne? Aber Jesuiten Nee, sind ja nee, eben nee, nee. auch normal in normalen Berufen, ne? Ja. Ah ja, Ja, okay. das. Ja. Die Jesuiten So. hatten mir Organisation, Kontrolle und bis zu einem bestimmten Grad auch Analyse gelehrt, ja. Genau. So. Und auch für viele andere Filme hat der Mensch miteinander zu tun gehabt. Beispielsweise für Quo Vadis. Da arbeiten wir gerade an der Übersetzung dran in Deutsch. Das ist auf dem nächsten Bild. Das ist dieser Film, mit dem der weltbekannte Schauspieler Sir Peter Ustinov bekannt worden ist, als Nero, der angeblich da Rom abfackelt. Und das ist aus dem originalen Skript. Und von wem kommt denn dieses dann? Wo drauf steht? Wo Paulus sagt, ich habe erfahren, dass Petrus auf dem Weg hierher, sprich Rom, ist und dass er zu uns kommt jeden Tag. Da seht ihr mal zwei Ausschnitte aus Quo Vadis. Quo Vadis heißt, wohin gehst du? Ja? So, und von welchen Leuten ist das? Von Leuten, die solche Sachen sich ausdenken, die solche Sachen dann halt mitschreiben, ja, die dann mit einer offiziellen Hexe verheiratet sind. Juhu! Wird da langsam mal so ein kleines Muster irgendwo so zuständig, dass man sagt, okay, guck mal hier, Musik, Media, Filme, Drehbücher und alle, immer die Geschichten drehen sich immer alles um diese ganzen Menschen, die eben genau diesen okkulten Hintergrund haben, wenn du mal auf die nächste Seite scrollst. Ja, das ist original hier eine Überblendung von Petrus, also von dem Petrus im Film mit seinem Hirtenstab und dem letzten Abendmahl. Und unten drunter sehen wir ein Kreuz. Ja, und da unten drunter siehst du einen Link bei IMDb, International Movie Database .com, ja, wo drauf steht, bei welchen Produktionen dieser Mensch mitgearbeitet hat. Und wenn du den Link öffnest, wird dir nur schlecht. Ja, da siehst du alles. Ja, da siehst du alles, was letzten Endes, was dieser Mensch da wirklich gemacht hat. Und da fällt ja nichts mehr ein. Das sind über 200 Filme, wo der mitgearbeitet hat, entweder als Set-Designer oder in irgendeiner Art und Weise jetzt da als stopp mal eben bitte jetzt, genau da, ja. Und diese Dame jetzt hier, diese Luise Hübner, die hat sogar offiziell ihre Zaubersprüche mit ein bisschen Synthesizer-Musik rausgebracht. Da, ja. Seduction through Witchcraft, also Verführung durch Zauberei. Das kannst du sogar bei YouTube runterladen. Natürlich. Das ist keine Hate Speech.
Ja, das wird alles volle Pulle promotet. Ich meine, das Ding hat nur 300 Zugriffe und ich will da auch keine Werbung für machen, darum geht's nicht, ne? Aber mal eben dazu, so von wegen jetzt hier alles so ganz lustig und dreht sich alles so. Und das ist eben genau das, worum es hier geht. Darum, das, wo es hier geht, diese ganze Agenda wird maximal promotet. Wenn ich dir sage, dass dieser Mann von ihr, Mentor Hübner, so heißt der Mann, ja, so, das, ich lese dir nur mal die Sachen von ihm vor, wo der mitgemacht hat, ja, Dragonheart, Junior, Beverly Hills Cup, ja, Liebling, hältst du mal die Axt, Sneakers, Bram Stoker's Dracula, Super Mario Brothers, ein Hund namens Beethoven, die Addams Family, Total Recall. Wir reden jetzt hier nicht über die dritte Reihe. Cameron, Rambo 3, Pippi Langstrumpf, America, Gnadenlos, Piraten, was haben wir denn noch? Dune, der Wüstenplanet. Na? Was hat er dafür gemacht? Hm? Was hat er dafür gemacht für die Filme? Illustrator beispielsweise. Er hat also dann Sets gezeichnet und so. Und teilweise ist er auch jetzt hier Production Illustrator. Also Production Illustrator ist okay. Er die ganze Zeit. Ne? Ja, okay. Ja? So, unendliche also Geschichte. Ausstatter und so, wie man das auch. Ja, nennt. Unendliche Geschichte. Ja? Wizard and Warriors, TV-Serie, 8 Episoden, 1983. Ein Draufgänger New York, Jekyll & Hyde, The Blade Runner. Ja? Zusammen mit Vangelis. Ja? Dann Flash Gordon. Ja? Queen, ne? Flash Gordon. So, dann King Kong. Dann Im Land der Saurier, Der Graf von Monte Cristo, Westworld mit Drew Brunner. Jahr 2022, die überleben wollen und so weiter. Du kannst dir nicht vorstellen, wie Julius Caesar, Quo Vadis, verschollen im Weltraum, der Satan mischt die Karten, Dr. Doolittle. Das ist unglaublich. Wo der überall dabei ist, das Urteil von Nürnberg, die vier apokalyptischen Reiter, der längste Tag, Ben Hur, die Zeitmaschine, der unsichtbare Dritte, das hatten wir ja eben schon. Ja? Storyboard Artist, uncredited. Storyboard Artist, nicht nur Production Illustrator, Storyboard. Also Geschichtsschreiber. Ja. Die Geschichte des Films. So, jetzt sind wir kurz am Höhepunkt. Ein letztes Mal zurück zu Wally Ermlag. Das ist die originale Aussage hier von der Angela Bowie, die zu dem Zeitpunkt seines Hilferufes von Los Angeles nach New York, dass er da eine Erscheinung gehabt hätte im Swimmingpool, dann nach Wally Ermlag gemacht hat. Und sie sagt dann hier, okay, ich habe eben dann hier, David wollte einen Exorzismus haben, ich habe alles das gemacht und er hatte eben das Totenbuch, das tibetanische Totenbuch und er hatte halt Kräuter und so weiter. Und wir haben von der anderen Seite gehört, dass jemand ausgesagt hat, dass sie eben, als David Bowie angerufen hat, dass sie da eben mit mehreren Mann einen Kreis aufgebaut haben und dann halt eine Zeremonie abgehalten haben für ihn. Also wir haben die Sache zumindest aus zwei Seiten. So, und jetzt gucken wir mal an, was ich da jetzt zusammengetragen habe. Und zwar auf der nächsten Seite habt ihr aus ihrem Buch von Wally Ermlag, The Witch's Religion, stehen. Ja? Let me make a very clear separation, also lasst mich eine sehr klare Trennung machen zwischen weißer Hexenkraft und schwarzer Magie. Es scheint wenig bekannt zu sein, der Fakt scheint wenig bekannt zu sein, dass Zauberei und so weiter, ich mich jetzt hier beziehe auf die weiße Zauberei und ich benutze eben diesen Terminus als Religion und eine Art des Lebens. Ja, so, also sie macht hier die Reminiszenz, sie wäre eine weiße Hexe. Wir wissen aufgrund der Bibel, dass dem nicht so ist. Und wir wissen anhand der Geschichten, anhand dessen, dass ich mir im Laufe dieser Lesungen mittlerweile dieses Buch von ihr besorgt habe. Also ich rede jetzt hier nicht über Sekundärquellen, sondern ich habe mir dieses Buch gekauft in den USA und habe mir das also da hier rein abfotografiert und so weiter. Ihr seht ja hier schon da ist jetzt irgendjemand im Kleid links, der so eine Rose aus dem Kopf wächst, anscheinend mal eine Rose über den Kopf fällt. Ihr seht ein Pentagramm sogar mit einem Auge da drin oder sogar ein Pentakel. Wo ein Kreis drum ist und so weiter. Also wir sehen dann absolut satanisch, aber wir sehen, es hat dieselbe Form wie ein luziferianisches Pentagramm. Also die Spitze zeigt ja nach oben. Und wir haben nochmal das Auge da drin. Worauf ich jetzt hinaus will, ist Folgendes. Sie hat sich ausgegeben als jemand, der eine Religion ausübt und anderen Menschen hilft. Sie hat sich für jemanden ausgegeben, der sie gar nicht ist. Ja? Deswegen kommt nämlich jetzt hier die biblische Referenz. Und zwar von niemand anderem als natürlich von Apostelgeschichte 8. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben
und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen: Dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihn aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber nach dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Ja, und da sehen wir nämlich eben in dieser Zeichnung den Simon Markus mit einem Manu Cornuta, also mit einem Teufelsgruß auch, ne, auf der linken Seite. Ja, wenn und du auf das der jetzt, rechten Seite sehen wir jetzt, ihn. Wenn du das jetzt anholst, da muss ich dir mal eben was zeigen. Wir machen im Augenblick eine Bibelstudie mit Tom Fress und Brett Norman jeden Samstagabend. Wir sind inzwischen angekommen im Buch der Offenbarung. Anstatt das Buch der Offenbarung zu lesen, lesen wir mit Hilfe von dem Werk von E.B. Eliot, Horae Apocalypticae. Ja, Horae, das steht für Stunde, Apocalypticae für Apokalypse, also Offenbarung. Wieso ist denn das jetzt hier auf der richtigen Seite ab? Was ist denn hier los? Das muss man jetzt sehen. Ne? Wir haben da nämlich letztens drüber gesprochen, letzten Samstag noch und so. Das ist, jetzt verstehe ich das nicht. Warum ist das hier schwarz? Das sollte jetzt nicht schwarz sein. Vielleicht F5 mal drücken oder so? Ach, ich weiß nicht, was das ist. Ey. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist die Seite, die ich für die Bibelstudie aufmache. Ja, hier. Ja, geht's doch jetzt. Hier, da hier kommt's. Hier. Ja. Gut, machen wir das eben mal ein bisschen größer. Dann könnt ihr das lesen. Weil wir lesen hier, warte mal, das ist so diese Größe, und wir müssen die Seite davor haben. Und da gehen wir in die Fußnote rein. Ja, das ist also dieses kleine Stück Text, das hier geschrieben wird. Hier geht es über eben Johannes auf Patmos, auf der Insel. Und dann lesen wir hier zum Beispiel: The Gnostic teachers generally represented themselves like their first head Simon Magus as, quote, the great power of God, unquote. Also in Horae Apocalypticae schreibt, also Stunde der Offenbarung, schreibt E.B. Eliot, das ist ein Werk von in total, glaube ich, 2700 Seiten, wenn man es alles zusammennimmt, ja, schreibt er hier in einer Fußnote, dass die gnostischen Lehrer, also die menschlichen Erkenntnislehrer, um es mal in Deutsch auszudrücken, sich im Allgemeinen repräsentierten wie ihr erster Kopf, Simon Magus, die große Kraft Gottes, wie in Apostelgeschichte 8, Vers 9 und 10 beschrieben. Ist das nicht mal interessant von einem Schreiber aus dem 19. Jahrhundert, der so ein irres Werk geliefert hat über die Offenbarung. Hier geht es um, wie sagt man das, hier geht es um historische Arbeiten aus dem 1. und 2. Jahrhundert, was der hier anführt. Ja? Das ist alles dokumentiert. Ja? Das ist mit anderen Worten in dieser Welt dokumentiert über den Simon Magus, der in der Bibel steht. Also der ist nicht irgendwie erfunden oder sowas, sondern es geht hier ganz deutlich auf die Arbeiten zurück von, ich glaube, Mosheim zitiert er hier auf der einen Seite irgendwo und auch noch andere Historiker, die darüber schreiben, die das aus originalen Werken rausholen. Teilweise, und das ist das Problem hier bei diesen Fußnoten, seht ihr das hier, ist das in Griechisch geschrieben, teilweise ist es in Latein geschrieben, also teilweise können wir das noch nicht mal lesen. Hier zum Beispiel ist auch Mosheims Arbeit, ne? Seht ihr hier drüber. Mosheim ist auch ein sehr renommierter Historiker, ja? Der eben auch über die Anfangszeit der Kirchen geschrieben hat, und das ist ja im Grunde die Zeit, um die es hier geht. Und hier sprechen wir von dem Simon Magus, und er sagt hier, ich wiederhole den Satz nochmal, die gnostischen Lehrer, also diejenigen, die
die Lehre des menschlichen Herzens lehren, nicht des göttlichen Herzens, weil das menschliche Herz ist falsch von Anfang an. Wer kann es wissen, steht geschrieben. Die gnostischen Lehrer haben sich normalerweise vorgestellt, wie ihr erster Kopf, also ihr erster Führer, Simon Magus, den wir aus der Bibel hier kennen. Und ich lese es jetzt nicht weiter, aber das wollte ich mal eben zeigen, weil wenn wir hier über Apostelgeschichte lesen, gerade eben, ja, Apostelgeschichte 8 und 9, genau die Stelle, die wir hier angeführt haben, Apostelgeschichte 8, 9 und 10, ja, haben wir hier auch. Apostelgeschichte 8, ja. 9 und 10. Ja, genau das, was wir hier lesen. Da seht ihr, dass die Bibel uns die Dinge sagt, die wir im wirklichen Leben widerspiegelt sehen. Das fand ich mal eben einen ganz wichtigen kleinen Punkt. Das nehme ich auch beinahe als meinen Endpunkt, weil das Video ist schon lange und du kommst sowieso gleich zum Ende. Aber nimm das dann mal eben als mein Ende. Das ist, finde ich, eine tolle Erkenntnis, die wir hier gewonnen haben. Ja, und wir wissen ja auch, dass, ich habe jetzt nochmal was drunter kopiert, wir wissen ja auch, dass Magi, die Geschichte der Name zumindest, aus dem Persischen kommt, also aus dem Persischen älter ist, als jetzt irgendwo schon weit vor Christus. Wir haben das ja mal reingeholt bei der Queen-Lesung, ne? Also, dass Simon Magus ja sich als Magier da bezeichnet und deswegen halt eben mit Zauberei zu tun hat, und das ist eben, geht eben auf diesen persischen Wortursprung zurück. Das ist eben ein Zoroastrismus. Zoroastrismus, genau, das Wort suchte ich gerade. Mhm. Ja, das eben da ein Priester einer heidnischen Region sozusagen bezeichnet, ne? Ja, genau. So, und deswegen habe ich jetzt den Jesaja 14, 5, 14, 12 hier drin und folgende, weil eben dann fünfmal hier drin steht, I will exalt my throne above the stars of God. Ja, I will be like the most high. Und das ist ja das, was die ganzen Künstler wollen. Die wollen ja den Größten sein. David Bowie hat gesagt, ich will die Weltherrschaft. Ich will ein weltbekannter Rockstar sein. So, und das ist jetzt genau das Problem. Ja, das Problem ist 1. Mose 3, 4, wo die Schlange oder Satan in Form der Schlange, weil wo Gott wir nicht wissen, weiß, wie die Schlange vorher aus. Dass in dem Tag, dass ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Ja. Und ihr werdet das Gute und das Böse kennen. Ja, und das ist jetzt genau das Problem mit diesen ganzen Magiern und Zauberern und so weiter. Weil die glauben nämlich, weil die eben mit diesen ganzen spirituellen Sachen ausgestattet werden, nicht sind, sondern werden durch diese dunkle Seite, durch die gefallenen Engel, durch Luzifer und seine, oder meinetwegen Satan, besser gesagt jetzt Satan, und seine Engel, seine gefallenen Engel, Fallen Angels oder Lost Angels, ja, die glauben nämlich, die wären etwas Besseres, würden runtergucken auf die Menschen, würden runtergucken auf die Stars und könnten denen helfen. Darum ging es ja. Als David Bowie hat gesagt, ich habe Hilfe gebraucht. So, und dann kam diese weiße Hexe da. Ich muss dich mal eben unterbrechen. Weil wir sagen ja gerade, dass wir die König James mal ins Deutsche übersetzen wollen, ne? Ja. In Vers 5, ne? Das ist hier, ye shall be as gods. Da steht nicht in Vers 4, sondern steht in Vers 5. Sondern okay. Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Was steht denn hier im Englischen? He shall be as gods. Wie Götter sein. Mehrzahl. Mhm. Eine ganz wichtige Übersetzungsproblematik, die sich hier eröffnet. Ne? Mhm. Ich werde nämlich nicht sein wie Gott, sondern wir werden wie Götter sein. Wie Götter sein. Mhm. Also das ist auch wieder mal so ein Teil. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, dass hier die Schlachterbibel das auch wieder falsch übersetzt. Weil sie schreibt, ihr werdet sein wie Gott, anstatt ihr werdet sein wie Götter. Das ist nämlich das Problem. Die Bibel lehrt Monotheismus, ja, eine Gottheit, und Satan lehrt viele Götter. Und das sieht man ja auch zum Beispiel im römischen Katholizismus. Wie viel hatten im heidnischen Rom, wie viel heidnische Götter hatten die nicht? Ein Gott für jeden Tag. Viel Götterei. Das ist genau die Erfüllung von dem, was die Schlange hier sagt, wenn man das Englische hat, nicht wenn man das Deutsche hat. Gott und Götter ist ein Unterschied. Weil in dem Wort Götter liegt schon die Lüge, weil es gibt nur einen Gott. Ja? Der in der Bibel selbst sagt, und ich teile meine Ehre mit niemandem. Also,
Ja, Entschuldigung, das musste ich nochmal eben. Nee, ist überhaupt, es ist ein sehr valider Punkt, aber ich hätte noch einen anderen Punkt zu einem anderen Vers, den ich da bezeichne. Aber wenn ich jetzt darauf eingehe, wären wir echt nicht fertig. Also, ich würde vorschlagen, ich mache jetzt noch 1, 2, 3 Seiten bis Römer 1, 22. Stopp mal eben bitte. Ja, so. Und genau das, dann hören wir hier auf und steigen bei der nächsten Lesung dann genau da ein, wo wir hier aufgehört haben, weil das ist so der fließende Übergang zum nächsten Künstler. Also von daher passt das schon. So, und das ist jetzt genau der Punkt. Der Punkt ist, dass diese Zauberer, Magier, weiße Hexen und wie sie sich alle nennen, spirituelle Lehrer und so weiter, die glauben halt einfach, die sind etwas Besseres. Die stehen über andere, weil sie angeblich diese Fähigkeiten, diese Begabungen haben in der so und so vielen Generation und was weiß ich alles. Steht beispielsweise bei dieser Hexe aus Los Angeles da drin und so weiter. Ja, sie sind in der sechsten Generation schon Hexen und was weiß ich noch alles. So, das ist nicht vererbbar, das ist etwas Spirituelles, aber das kann man da ja jetzt nicht auch noch ausführen. Thema ist jetzt folgendes. Thema ist jetzt, genau das ist das Problem, dass nämlich jetzt David Bowie nicht die Hilfe von Jesus Christus genommen hat, also die Hilfe vom Heiligen Geist sozusagen genommen hat, ja, und die Bibel gelesen hat, sondern die Hilfe eines Menschen. Das ist genau das Problem. Da sind wir genau in der Gnosis angelangt. So, und das ist genau das Problem. Und dieses Problem sehen wir absolut, also als meine Konklusion auf der nächsten Seite. Ja. Matthäus 23, 8 sagt: Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Ja, wie kann es der eine anders sein als der andere? So, und dieses ist jetzt ein Originalbild, was ich heute gemacht habe, was unten drunter steht auf diesem gelben Post-it-Zettel. Ja, dies ist ein, selber gucken, ein Originalbild aus Satans Musikagenda Nummer 107. Und da seht ihr, dass eben da auf der linken Seite auf diesem Text steht: We do not lie or play head games. Wir lügen nicht und spielen auch keine Kopfspiele oder keine Gedankenspiele und so weiter. Wir lügen nicht. Nee, natürlich nicht. Ihr wisst gar nicht, was ihr da tut, aber ihr lügt nicht, weil ihr nicht weiß, wisst, ihr könnt nur lügen, weil ihr nicht die Wahrheit kennt. A lie is a lie is a lie. Genau. A witch is a witch is a witch. So, das heißt, das ganze Ding kannst du so und so im Mülleimer tun, aber ich habe es als Artefakt hier und als Primärquelle. Und bei dieser Lieferung aus den Vereinigten Staaten lag ein Button dabei, ein Aufkleber mit so einer Nadel, die man sich anstecken kann, mit einem Pentagramm, was genau aussieht wie David Bowies Black Star. Und darauf steht: Blessed be Wally. Das heißt, gesegnet seist du, Wally. Und das ist genau das Problem von David Bowie. Er ist zu den Menschen gekommen. Und die haben ihm ihre sogenannte Weisheit aufs Auge gedrückt, mit ihrer von wegen, ja, wir lügen dich nicht an, wir sind weiße Hexen, wir machen nur Gutes und du musst dann den Zauber machen und dann das und so weiter und so fort. Und der hat sich vollgesogen mit tibetanischen Totenbüchern, mit weißen Hexen, mit spirituellen Kräutern, mit Exorzismen und was weiß ich noch alles. Das ist genau sein Problem. Und das ist das, was Black Star bedeutet. In the Villa of Ormond ist natürlich in der Villa der Schlange. Und damit sind wir natürlich sehr, natürlich genau der Schlange im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leim gegangen und ist da nicht mehr runtergekommen. Ja, und deswegen habt ihr hier ein Originalbild drin stehen. Da steht sogar noch hier unten drunter, wenn er etwas weiter scrollt, steht sogar noch unten drunter hier den Namen vom Kanal, damit man auch wirklich sehen kann, das ist ein originales Bild, ein originaler Button und ein originales Skript. Ja, das habe ich mir nicht irgendwo aus dem Internet geholt, sondern das habe ich alles selber recherchiert und selber nachgelesen. Das war schon Arbeit genug. Und unten drunter, ja, für mich ist das so, dass er auf Leute wie Wally Elmlak gehört hat und deswegen auch die Referenz Black Star gemacht hat. Das, was Wally zu ihm gesagt hat, das hat ihn sein Leben lang so beeindruckt, dass diese Frau so fähig war, so zu arbeiten spirituell und hat sich dann auch weiterhin mit Leuten wie Robert Fripp und Brian Eno und so weiter, die alle auf dieser luziferianischen Schiene arbeiten, mit zusammengetan. Ja, das ist alles mit denen da. Wir sehen, so viele Leute hängen da zusammen und in einige Leute werden wir auch in die Zukunft reingehen. Und deswegen ist meiner Meinung nach eben auch Hebräer 7,7 hier in dem Zusammenhang zu nennen. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Ja, genau. So, und blessed be
finden wir wo in der King James Bibel? Ja, guck mal da. In der Offenbarung habe ich es mal genannt, beispielsweise. Ne? Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ja. Also gesegnet ist derjenige, der liest, der die Worte hört aus dieser Prophezeiung und die Dinge bewahrt, die hierin geschrieben sind, weil die Zeit ist gekommen. Immer dieses Blessed be oder Blessed he bezieht sich immer auf einen Christen, bezieht sich immer auf denjenigen, der an Jesus Christus glaubt, weil die Revelation bezieht sich auf Jesus Christus. Offenbarung, ja. Das ist seine Offenbarung. Ja. Okay, ja, ich bin schon wieder im Englischen drin. Ja. Ja. Und deswegen, das ist die Geschichte mit dem Abschluss eben mit David Bowie jetzt hier. Er hat einem Menschen vertraut, weil er diesen Menschen, egal wen er jetzt nimmt, ja, ob der jetzt Robert Fripp heißt oder Brian Eno heißt oder Wally Elmlack heißt oder tibetanisches Totenbuch und was weiß ich, ja, er bezieht sich immer auf einen Menschen. Und da kommt eben Römer 1,22 zu Pass, dass da in dem Skript unten drunter eingeblendet ist, dass eben da heißt, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Ja, das war's über David Bowie, der Menschen vertraut hat, der Gnostik, Okkultismus und alles Mögliche betrieben hat. Aleister Crowley, Wally Elmlack, Robert Fripp und so weiter und so fort. Alles, was wir jetzt aufgedröselt haben, mit seinen ganzen Symbolen, mit der Osiris-Pose, die wir da gerade sehen, mit dem Blitz und so weiter und so fort, mit Blackstar, Pentagramm und. Und wo hat ihn das hingebracht? Ja, nicht dahin, nicht ins neue Jerusalem. Und das ist schade. Und wir machen diese Sendungen nicht, um sich jemanden lustig zu machen. Wir machen diese Sendung, um andere zu warnen und zu sagen, guck mal hier, der Mann hat sich so im Kreis gedreht und hat dann sich buddhistisch bestatten lassen und ist dann zu allen möglichen Leuten gegangen, hat sich dann Drogen genommen, ist völlig abgedriftet und hat alle möglichen Halluzinationen gehabt und wusste gar nicht mehr, wo oben und unten war. Hat alles Mögliche in seinem Leben wirklich entgegen der Bibel gemacht. Und er hatte eine kurze Zeit, hatte er hier diesen Ruhm und viel Geld. Schöne Frauen, schöne Männer, tolle Anzüge. Und das ist überhaupt nichts gegen das, was da noch kommt, was uns versprochen ist. Denn in der Bibel, in der wirklichen Bibel, da ist alles vorhergesagt, was kommen wird. Und da kommt eben das neue Jerusalem mit dem einzigen König der Könige und dem Herrn der Herren, Jesus Christus. Und deswegen wünsche ich euch nur, dass ihr die Bibel lest und wir werden unser Möglichstes tun, dass ihr die Bibel in einem korrekten Deutsch bekommt und deswegen hoffen wir auch auf eure Unterstützung und ich sage jetzt einfach mal vielen Dank, dass ihr ausgeharrt habt bei dieser ganz langen Folge und der letzten Folge, Folge Nummer 14, Satanische Musikagenda 107, David Bowie. Lest eure Bibel. Maranatha.
They say